Guten Morgen, Ladies and Gentlemen. Hier spricht Paul Cunningham, Capricorn Control. Es ist 6:03 örtliche Tageszeit. In wenigen Augenblicken haben wir die T-32:21-Sekunden-Marke erreicht. Jetzt. Um den Sendemedien die Arbeit zu erleichtern, schicken wir jeder Nachricht einen 6-Sekunden-Ton voraus mit einer Pause von einer Sekunde. Wenn Sie noch kein Informationsmaterial erhalten haben sollten, wenden Sie sich bitte an den Infostand. Im Augenblick arbeiten alle Systeme einwandfrei. Alle Kontrolllampen zeigen grün. Um T-8:05 wurde der Abschusskomplex geräumt und es wurde damit begonnen, die Trägerrakete aufzutanken. Um T-4:30 wurden Colonel Charles Brubaker, der Kommandant, Lieutenant Colonel Peter Willis und Commander John Walker von Dr. Roger Burroughs, dem Flugarzt, geweckt. Sie wurden noch einmal auf ihren Gesundheitszustand untersucht und für tauglich erklärt. Danach ging die Crew zum Frühstück. Es bestand aus einer halben Grapefruit, einem 250 Gramm Steak, Orangensaft, 2 Eiern und Toast. Die Crew ist jetzt auf der Plattform. Sie bereitet sich auf den Einstieg ins Raumschiff vor. Wir haben jetzt T-30 Minuten. Der Countdown läuft. Guten Morgen, Gentlemen. Guten Morgen, Horace. Kommen wir zu spät? Der Verkehr war katastrophal. Ah, wie ich sehe, sind Sie alle in bester Stimmung. Habt ihr schon einen EDS-Test gemacht? Ja, wir sind fast fertig. Sollen wir einsteigen? Einen Moment. Was ist noch? Ich bin in solchen Dingen nicht sehr gut. Ich kenne Sie, besonders Colonel Brubaker, schon ziemlich lange. Das, was heute vor euch liegt, war meine Lebensaufgabe. Ich will damit nur zum Ausdruck bringen, dass alles, wofür ich in meinem Leben gearbeitet habe, mit dem heutigen Tag einen Sinn bekommt und ich bin stolz darauf. Stolz auf das Programm. Stolz auf meinen bescheidenen Beitrag, den ich dazu leisten konnte. Und ich bin stolz auf euch. Ich möchte, dass ihr diese Bibel mitnehmt. Von mir, von uns allen. Entschuldige, Horace, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Na, dann sag doch zur Abwechslung mal nichts. Horace, ich danke dir. Es wird uns eine Ehre sein, Sie mitzunehmen. Tja, dann, Gentlemen, ab zum Mars. Hier spricht Paul Cunningham, Capricorn Control. Wir haben jetzt T-21 Minuten. Der Countdown läuft. Nach erfolgtem Start werden die Ehefrauen der Besatzung vom Cape nach Houston zurückfliegen. Senator Peaker, wir haben 3 der besten Plätze für Sie und General Anders reserviert. Gleich neben dem Vizepräsidenten. Ist er schon da? Nein, Sir, aber wir erwarten ihn jeden Moment. Der Arsch glaubt wahrscheinlich, Sie werden für ihn den Start verschieben. Vielleicht denkt er, das ist sowas wie eine Brückeneinweihung. Ich hoffe, Sie und Mrs. Peaker werden sich hier wohlfühlen. Die Agentur möchte Ihnen an diesem Tag dieses Fernglas hier überreichen, damit Sie den Start besser verfolgen können und natürlich auch zur Erinnerung. Wirklich reißend, siehst du, Emily? Das Datum und das Steinbockzeichen in Gold. Sehr schön, Hollis. Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Ich brauche noch ein zweites für meine Frau, ja? Verzeihen Sie bitte, bitte kein Aufsehen, Hollis, das macht nichts. Ich sage Ihnen, wir brauchen noch eines für meine Frau. Das muss nicht sein, wirklich Emily, nicht. Nimm meins, ich habe noch gute Augen. Das war wirklich... Mr. Peaker, wir haben nur eine begrenzte Anzahl zur Verzeihung, Verfügung. Ich habe das nicht richtig verstanden. Wiederholen Sie das nochmal, bitte. Kein Problem, ich besorge Ihnen sofort noch eins. Ah, das ist wirklich sehr aufmerksam von Ihnen. Hier Capricorn Control, wir haben T-15 Minuten. Der Countdown läuft. Alle Systeme arbeiten einwandfrei. Kontrolllampen grün. Mission Control, das Raumschiff ist jetzt voll auf Außenantrieb. Die Trägerrakete übernimmt in T-50 Sekunden den Innenantrieb. Die Flugbeobachtungsstation auf den Kanarischen Inseln meldet klaren Empfang. Für den Fall einer vorzeitigen Beendigung des Fluges befindet sich das Bergungsschiff, die USS Kitty Hawk, 350 Seemeilen süd-südöstlich vor den Bermudas. Wie geht es euch? Hallo, Phil, Emily, schön, Sie wiederzusehen. Ich freue mich auch sehr. Wie geht es Ihnen? Gut, wenn ich unseren Vizepräsidenten sehe. Und wie geht's unserem Präsidenten? Oh, es geht ihm gut, vielen Dank, Hollis. Ach, da fällt mir ein, er hat mich persönlich gebeten, Ihnen sein Bedauern auszudrücken, dass er beim Start nicht dabei sein kann. Naja, Sie wissen ja, Probleme in Washington, deshalb konnte er nicht kommen. Es geht wohl um die Wahl. Entschuldigen Sie bitte. Ich hoffe, Sie und Mrs. Price werden sich ja wohlfühlen. Die Agentur möchte Ihnen dieses Fernglas überreichen. Zur Erinnerung und damit Sie den Start besser verfolgen können. Danke. Danke, haben Sie. Vielen Dank. Sehr nett. Wie heißt du, mein Junge? Hughes, Sir. Mark Hughes. Ah, du lernst wirklich schnell. Du wirst es zu was bringen. Danke, Sir. Ja. T-10 Minuten. Der Countdown läuft. Stufe 1 ist grün. Stufe 1 ist grün. Stufe 2 ist grün. MDS-System auf zweites Instrumentenpult. Roger, MDS auf zweites Instrumentenpult. Capricorn 1 bestätigen TARS und MDS. Beide sind startklar. Grün für Trägheitsführungs- und OMS-Checks. Roger, Houston. Gentlemen, wir machen die Luke dicht.
Wer noch aussteigen will, jetzt ist die letzte Gelegenheit dazu. Hey, Horace, ist der Mars der rote oder der grüne? Habe ich vergessen. 24 Billionen Dollar, um euch verrückt in den Weltraum zu schießen. Dann machen wir wenigstens nicht die Straßen unsicher. Colonel Brubaker hat den Abschluss der EDS-Checks bestätigt. Mission Control meldet, alle Systeme arbeiten einwandfrei, alle Kontrolllampen zeigen grün. Der Direktor des bemannten Raumfahrtprogramms, Dr. James Calloway, befindet sich in Houston. Er hat ständigen Sprechkontakt mit der Crew. Landungsmodul OJ abgeschlossen. OJ-Modul abgeschlossen. Capricorn 1, ihr müsstet jetzt auf vollen Eigenantrieb laufen. Roger, Houston, Eigenantrieb okay. Letzter Status-Check Trägerrakete. Beginne Status-Check. TLA, Druckanzeige 45-2. Roger, Houston. Roger, Capricorn. Verständigung gut. Aussteigen. Kommen Sie bitte mit Ihrer Crew, Commander. Na, hören Sie mal, was soll denn der Blödsinn? Wir haben jetzt keine Zeit für Erklärungen. Kommen Sie mit. Sind Sie verrückt geworden? Es handelt sich um einen Notfall. Ich kann Ihnen das jetzt nicht erklären. Kommen Sie mit, sofort. Hier ist Paul Cunningham, Capricorn Control. Die letzten Checks sind abgeschlossen. Der Aufzug wird nach unten gefahren. Die Verbrennungssysteme sind geschaltet. Die TLA-Druckanzeige ist 45-2. Roger, Houston, 45-2. Die Mannschaft hat die letzten Sicherheitschecks abgeschlossen. Die Trägerrakete ist auf Innenantrieb geschaltet. Es beginnt die Startphase. Die Wettermeldungen sind günstig. Vereinzelt Wolken in 10.000 Fuß Höhe. Alle Systeme funktionieren. Alle Kontrolllampen zeigen grün. Wir haben T-minus 3 Minuten 6 Sekunden. Jetzt. Der Chefingenieur hat das Freizeichen für die automatische Abschussphase gegeben. Das System ist auf T-minus 50 programmiert. Check der Trägerrakete ist hier normal. T-minus 1 Minute 30 Sekunden. Letzte Sicherheitschecks sind abgeschlossen. Abschussleitstelle meldet, alle Systeme arbeiten normal. Startfluchtturm ist scharf gemacht. Im Falle eines Fehlstarts bringt er die Kapsel auf 10.000 Fuß Höhe, wo das automatische Rettungssystem eingeschaltet wird. Die Crew meldet, alle Leit- und Navigationsinstrumente arbeiten einwandfrei. Hier ist Capricorn Control. Vizepräsident, es ist das große weiße Ding da vorn. Lässt sich nicht übersehen. Hier ist Paul Cunningham, Capricorn Control. T minus eine Minute. Der Countdown läuft. Alle Systeme arbeiten einwandfrei. In diesem Augenblick erfolgt die Einschaltung des Trägerraketenantriebs. ALCS, okay? Roger, Houston. ALCS, normal. Roger, Captain. Wir haben T minus 30 Sekunden. Alle Systeme arbeiten, alle Kontrolllampen sind grün. Gentlemen, wir haben noch eine lange Strecke vor uns, aber Sie werden sich bei uns bestimmt wohler fühlen. T minus 18 Sekunden bis zum Start. T minus 15 Sekunden. Checks okay, Roger. T minus 10 Sekunden. 9, 8, Zündung. 6, 5, Außenbordzündung. 3, Innenbordzündung. 1, 0. Start ist erfolgt. Der Start erfolgte 25 Minuten vor der vollen Stunde. Roger. Wir sind auf Kurs. Roger. Trägerrakete auf Kurs. Flug verläuft einwandfrei. Sieht gut aus, Capricorn. Wir nähern uns T plus 40 Sekunden. In 30 Sekunden erfolgt Operationsstufe 2. Außenbordtrennung in 10 Sekunden. Viel Glück, Capricorn. Roger. Außenbordabschaltung Obico bei T plus 2 Minuten 29 Sekunden. Start klar für Phase 2. Klar zur Stufentrennung, Capricorn. Roger, Houston. 5, 4, 3, 2, 1. Stufe 1 getrennt. Wir haben es gesehen. Trennung bestätigt. Trennung erfolgte bei T plus 2 Minuten 43 Sekunden. Stufe 2, Zündung. Stufe 2 gezündet. Zündung von Stufe 2 erfolgt um T plus 2 Minuten 46 Sekunden. Auf Wiedersehen. Würden Sie die Liebenswürdigkeit haben, meine besten Empfehlungen dem Präsidenten zu übermitteln? Natürlich, gern. Darüber wird er sich sehr freuen, Hollis. Ich hoffe, er ist mit den Problemen, die ihn daran gehindert haben, heute hier zu erscheinen, ein gutes Stück vorangekommen. Oh, das ist sportlich. Wirklich sehr fair von Ihnen, Hollis. Ich bin sicher, der Präsident wird Ihre Unterstützung zu schätzen wissen. Der Präsident würde weit mehr von meiner bescheidenen Unterstützung erwarten.
erfahren, wenn er etwas hilfreicher bei diesem Programm wäre. Aber Hollis, mein Bester, Sie wissen doch, der Präsident interessiert sich sehr für das Programm. Ich habe auch für einiges Interesse. Selbst für das Brettspiel meiner Frau. Aber davon raucht der Schornstein noch lange nicht. Ach, Hollis, es gibt eine Menge Menschen, die glauben, dass wir auf Erden schon genug Probleme haben, die unsere Aufmerksamkeit verdienen. Und dass wir nicht noch Billionen Dollar in den Weltraum schießen müssen. Es gibt aber auch viele, die sagen, unser dringlichstes Problem ist, das Ansehen der Vereinigten Staaten in der Welt aufzuwerten. Es war wirklich nett, Sie mal wiederzusehen, Hollis. Danke, ganz meinerseits, lieber Vizepräsident. Paul Cunningham, Capricorn Control. T plus 2 Stunden, 16 Minuten Flugzeit. Das Raumschiff befindet sich in einer elliptischen Umlaufbahn. Weiteste Entfernung 141 Seemeilen, größte Erdnähe 122 Seemeilen. Mission Control meldet klaren Sprechkontakt mit der Besatzung. Hier ist Capricorn Control. Willkommen. Würden Sie uns bitte begleiten? Ich gehe nirgendwo hin, bis mir jemand sagt, was hier gespielt wird. Das wird man Ihnen ja alles erklären. Blödsinn, ich will es jetzt gleich wissen. Colonel, ich weiß, es klingt merkwürdig, aber wir arbeiten für dieselbe Sache. Das können Sie mir glauben. Naja. Bitte warten Sie hier. Ich nehme an, Sie fragen sich, warum ich Sie hergebeten habe. Guten Morgen. Tag, Dr. Calloway. Nett, Sie zu sehen. Uns ist auf dem Weg zum Mars was Komisches passiert. Könnte mir vorstellen, dass du uns eine interessante Geschichte zu erzählen hast. Setzen wir uns doch erstmal, ne? Von mir aus. Okay, die Geschichte ist folgende. Ich muss etwas vorausschicken, wenn es einen Ausweg gegeben hätte. Wenn auch nur die geringste Chance zu einer Alternative bestanden hätte, dann würde ich ganz sicher jetzt nicht mit Ihnen hier sitzen. Ganz sicher nicht. Bru, wie lange kennen wir uns eigentlich schon? 16 Jahre. Ist eine lange Zeit. 16 Jahre. Hättest dich damals sehen sollen. Du hast kreidebleich ausgesehen, wie ein Quarksack. Mir ist es nicht anders gegangen. Ich hatte Schwitzhände und mir war zum Kotzen. Ich habe mit jedem über meinen Traum gesprochen, über die Eroberung des Weltalls. Alle haben mich angeglotzt und gedacht, der Junge ist doch irre. Du hast ganz einfach und cool Ja gesagt. Ich weiß noch, wie du mir gesagt hast, dass Kay schwanger ist. Und da haben wir beide uns volllaufen lassen. Ich weiß auch noch, wie Charles geboren wurde. Und wieder sind wir um die Häuser gezogen. Wir zwei, Captain Fabelhaft und der verrückte Doktor, quasselten die ganze Nacht davon, nach den Sternen zu greifen. Und der Barmixer sagte, Jungs, jetzt seid ihr aber endgültig abgefüllt. 16 Jahre. Und dann war es soweit. Armstrong war auf dem Mond und wir beide haben Rotz und Wasser geheult, erinnerst du dich? Ungefähr zu der Zeit sind Sie und Walker dazugestoßen. Zwei intelligente Klugscheißer. Habt mich in meinem pflegeleichten Hemd da sitzen sehen, in der Hand den Rechenschieber, mein Lieblingsrequisit. Und sogar ihr wart fasziniert davon. Ich weiß noch, wie Glenn zum ersten Mal in der Mercury die alte Mutter Erde umkreist hat. An der Grand Central Station hatten sie sogar Fernseher aufgestellt. Das war ein Gefühl. Und Zehntausende von Menschen haben ihre Züge verpasst, bloß um uns zu sehen. Und später, als Apollo 17 gelandet ist auf dem Mond, da haben Leute die Fernsehsender angerufen und sich beschwert, dass Wiederholungen der Serie I Love Lucy verschoben worden sind. Sendungen, die wiederholt werden sollten. Ich hätte es noch verstanden, wenn es eine neue Lucy-Show gewesen wäre. Denn was sind schon ein paar Schritte auf dem Mond? Aber Wiederholungen? Mein Gott. Und eines Tages war es dann passiert und alle Welt sprach davon, was das alles kostet. War es wirklich 20 Billionen wert, zu einem anderen Planeten zu fliegen? Besiegen wir den Krebs, schaffen wir die Slums ab. Was kostet denn sowas? Wie viel kostet es, einen großen Traum zu verwirklichen? Seit wann gibt's denn eine Buchführung für Ideen? Wisst ihr, wer heute da gewesen ist? Nicht der Präsident. Der Vizepräsident. So sieht die Sache aus. Der Vizepräsident und seine pummelige Frau. Der Präsident war beschäftigt. Beschäftigt.
Er hatte die Hosen voll. Er hat vor 2 Monaten seine Füße auf Woodrow Wilsons kostbaren Schreibtisch gelegt und gesagt, Jim, mach's gut. Du weißt, ich hab den Kongress im Nacken. Die suchen doch bloß einen Grund, das Raumfahrtprogramm abzusetzen. Wir können und dürfen uns jetzt keine Schlappe leisten. Mach es gut. Meine besten Wünsche begleiten dich. Na ja, darauf kann ich verzichten. Und stattdessen kommt sein Vizepräsident. Auf den habe ich gerade gewartet. Tja, da wären wir nun. Nach all unseren großen Hoffnungen, nach all unseren großen Träumen. Da sitzt er nun mit seinen bunten Fahnen im Hintergrund und sagt schlicht und ergreifend, wir dürfen uns keine Schlappe mehr leisten. Nun dürft ihr raten, was wir hatten. Eine Schlappe. Und zwar eine erstklassige, absolute Spitze, made in Amerika, ein echter Schlamassel. Die guten Freunde von Conner Melgamit lieferten ein Lebensrettungssystem, das nichts wert war, aber mit dem sie viel Profit machen wollten. Wir sollten alle unseren Vorteil davon haben. Conner Melgamit verdient sehr viel Geld damit. Wir kriegen unser Lebensrettungssystem. Alles ist bestens. Für die jedenfalls. Sie haben nämlich leider zu viel Profit damit gemacht. Vor 2 Monaten haben wir festgestellt, es funktioniert nicht. In 3 Wochen hätte es euch nicht mehr gegeben. Mehr ist nicht zu sagen. Ich müsste nun einen Bericht schreiben und euer Projekt streichen. Der Kongress hätte sein Ziel erreicht. Der Präsident hätte einen sicheren Stand. Wir hätten zwar kein Raumfahrtprogramm mehr, aber was sind schon 16 Jahre? Ein Tropfen auf den heißen Stein. Also gut, ich habe meine Rede beendet. Kommen wir zu dem, was man den Augenblick der Wahrheit nennt. Kommt mal mit. Ich werde euch was zeigen. Roger, Houston. TMI nach Brennzeit 5 Minuten 45 Sekunden. Roger, Capricorn. Delta nach Brenner 3,3 Sekunden. Roger, Houston, Delta nach Brenner. Tja, Gentlemen, hinter dieser Tür, die Sie hier sehen, beginnt das Sperrgebiet. Aber kommen Sie erst mal mit, dann werden Sie mehr wissen und ich werde Ihnen dann noch alle Fragen beantworten. Wir werden dann, was sollen wir lange reden? Dann gehen wir rüber. Alles gut. Roger. Glaubst du aber nicht im Ernst, dass du damit durchkommst? Es ist unsere einzige Chance. Vielleicht keine sehr gute, aber es ist eine. Wer weiß noch von der Sache? So gut wie niemand. Houston begleitet die Flugphase. Die ganze Telemetrie kommt von der Kommandokapsel, auch eure Stimmen und die medizinischen Daten. Wir haben alles Wichtige aufgezeichnet bei den Simultanübungen. Es weiß niemand etwas davon. Alles, was wir von euch jetzt noch brauchen, sind die aktuellen Fernsehübertragungen während des Fluges und der Marslandung. Sonst nichts. Nur die Fernsehübertragungen. Ach, das ist alles, ja? Nur die Fernsehübertragungen. Wir haben auch eine Kursänderung in den Bordcomputer programmiert. Ihr werdet 200 Meilen vom eigentlichen Zielpunkt zur Erde zurückkehren. Wir fliegen euch auf einer Insel in der Nähe des Landepunktes. Wenn es dann soweit ist, wird man euch in einem Hubschrauber zur Raumkapsel fliegen. Ihr wisst ja, was ihr dann zu tun habt. Einfach umsteigen, wie im Training. Wir haben alles so berechnet, dass die Bergungsflotte mindestens 1,5 Stunden braucht, um zu euch zu kommen. Aber die Zeit reicht, dann seid ihr ja längst in der Kapsel. Wenn der Bergungsflugzeugträger dann bei euch eintrifft, beginnen die ganzen Routinearbeiten und sie holen euch raus aus eurem Eimer. Du hast wohl an alles gedacht. Ich weiß nicht, ich hoffe es. Und du bist sicher, dass wir mitspielen? Stimmt. Nein, das bin ich nicht. Was ist, wenn wir Nein sagen? Ich weiß nicht. Ich würde es nicht tun. Und wann kommt der Regisseur rein und sagt, bisschen mehr lächeln, Jungs? Mein Gott, glaubt ihr etwa, mir macht das Spaß? Denkt ihr wirklich, ich stelle mich gern vor diese verkackte Dekoration und erzähle euch was von Korrekturen, Bandaufnahmen und Telemetrie und von einer Insel 200 Meilen vom Zielgebiet entfernt? Verdammt nochmal, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Mir liegt nur sehr viel an der Sache und ich glaube auch, dass es das wert ist. Aber nicht mal da bin ich sicher. Ich glaube es eben nur. Und ich glaube, ich muss gleich kotzen. Wir werden für alles eine Lösung finden. Was soll denn damit gelöst werden? Bro, wir müssen unsere Arbeit weiterführen. Bevor ihr alle anfangt, Moralpredigten zu halten, seht euch doch erst mal um. Was haben wir alles geleistet? Und wie viel mehr könnten wir noch leisten? Und wie haben wir diesem Land zu Ansehen verholfen? Niemand gibt dafür einen Penny. Niemand. Die Leute schließen die Garagen zu, Haustüren sogar dreifach, verkriechen sich unter den Betten. Ja, sie fürchten sich sogar, ihre Fernseher anzustellen, weil sie Angst haben, aus den Nachrichten was Schlimmes zu erfahren. Sie haben nichts mehr, an das sie glauben können.
Wollt ihr das alles zum Platzen bringen? Oh, heilig. Wisst ihr, was ihr den Leuten damit antut? Tut mir leid, ich kann euch nichts anderes sagen. Ich weiß nicht, wie ich es anders machen soll. Ist doch so, ich hänge nun mal an meinen Fingernägeln. Genau wie jeder andere auch. Macht schon, ihr werdet die Ersten sein. Und alle anderen werden Gründe genug finden, auch aufzugeben. Haut ab! Du bist wirklich einmalig. Wir ziehen am gleichen Strang und lügen, was das Zeug hält, um dir deine Welt der Ideale zu bewahren. Aber wir machen bei deinem Hokuspokus nicht mit und auf die eine oder andere Art wird dieses Land irgendwie sowieso vor die Hunde gehen. Gar nicht schlecht, Jim. Nicht doch, Bru. Verdreh nicht meine Worte. Schätz dich nicht zu gering ein. Schätz das Programm nicht zu gering ein. Und du nicht zu hoch. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass wenn mal ein Projekt gestrichen wird oder ein paar Gelder nicht bewilligt werden, dass das gleich den Untergang Amerikas bedeutet. Nein, so einfach ist das nicht. Das weißt du auch. Nein, das weiß ich nicht. Wenn für dich der einzige Ausweg darin besteht, dass ich für die Sache meinen Charakter verkaufe, dann weiß ich wirklich nicht, ob sich die Mühe lohnt. Bitte, Bru. Rede nicht solchen Unsinn. Was ist mit dir? Was heißt bitte, Bru, red nicht solchen Unsinn? Du kannst uns nicht überzeugen. Für uns ist das alles Gewäsch. Du musst uns helfen. Du irrst dich, ich muss gar nichts. Doch musst du das. Und wenn ich es nicht tue? Bitte. Mach mich doch nicht fertig. Du bist wahnsinnig. Weißt du das? Du weißt, dass du wahnsinnig bist. Du bringst uns mitten in dieses Irrenhaus und willst nicht, dass man mit dir Tachles redet. Eure Familien? Na, hören Sie mal. Moment. Was ist mit unseren Familien? Naja, ich meine nur... Was ist mit unseren Familien? Ihr müsst uns helfen. Die Sache liegt nicht mehr in meinen Händen. Ihr glaubt immer noch, es geht nur um uns Wissenschaftler. Aber da irrt ihr euch leider, Freunde. Da hängt inzwischen viel mehr dran. Leute, die Macht haben und die sehr viel verlieren würden. Die sind ernst zu nehmen, Bro. Das Unternehmen ist ihnen längst über den Kopf gewachsen. Was ist mit unseren Familien? Sie werden eben vom Cape nach Houston geflogen. Alle zusammen in einer Maschine. Nein, das kann nicht dein Ernst sein. Bitte. Bitte, Bru, zwing mich doch nicht. Das glaube ich dir nicht, das glaube ich nicht. Sie sind augenblicklich alle in der Maschine, verflucht doch mal. Willst du schriftlich haben? Die Maschine kann durch Fernzündung vernichtet werden. Und wenn ich meinen Leuten nicht melde, dass hier alles in Ordnung ist, dann sprengen sie. Begreif das doch endlich, Junge, das muss doch nicht passieren. Wenn ihr drei mitmacht, ich sage dir, wenn ihr jetzt mitmacht, dann ist doch alles drin. Du würdest doch nicht... Sag mir, dass du es nicht könntest. Nein, das kann ich nicht bauen. Der Kaffee schmeckt so, wie er aussieht. So schlimm ist er nur auch wieder nicht. Doch, er ist grauenhaft. Dann trink ihn doch nicht. Ach, daran packe ich irgendwas aus. Ich wach auf und muss das Zellophan vom Trinkglas abmachen, hol die Seife aus einer Holiday-Inn-Packung. Sogar die Klobrille ist in Papier gewickelt mit einer Mitteilung vom Hotel, die besagt, dass der Streifen nur zu meiner persönlichen Schützung gewickelt wurde. Und wenn ich zu lange im Bett liege, habe ich Angst, dass das Zimmermädchen kommt und mich zusammen mit den Laken in die Wäsche schmeißt. Ach, mir macht das alles nichts aus. Abwarten. Nach einer Zeit weißt du nicht mehr, in welcher Stadt du bist. Ist doch alles eins wie das andere. Erklär mir mal den Unterschied zwischen dem Holiday Inn in Houston und dem Holiday Inn in Cincinnati. Die Zimmer sind dieselben, die Musik in den Aufzügen ist dieselbe, selbst die Tanten in den Kaffeestuben mit zu viel Make-up sind dieselben. Man weiß nie, wo man ist. Also wenn man nach dem Frühstück die Zeitung aufschlägt, dann merkt man's. Mir macht das nichts. Naja, so viel macht's mir nun auch wieder nicht aus. Aber irgendwie fehlt mir jemand, an dem mir was liegt. Mit dem ich leben kann. Blödsinn. Du bist nur zu zynisch. Ich bin noch nicht zynisch, nur deine Geschichten können mich nicht mehr so beeindrucken. Wie meinst du das? Na, zum Beispiel Liz Heller. Wie war denn das bei den Vorwahlen in Kalifornien? Wenn ich mich nicht irre, hast du sie gebraucht, weil du ein bisschen in ihrer Vorgeschichte rumschnüffeln wolltest. War sicher interessanter, als Seife auszuwickeln. Denkst du, ich habe nichts weiter vor, als mit dir zu schlafen? Ja. Du glaubst wohl gar nichts, was? Selbst wenn man es ernst meint. Nicht, wenn du es mir sagst. Gott sei Dank bin ich nicht wie du. Meine Beine sind schöner. Okay, ich gebe auf. Muss doch nicht gleich aufgeben. Ändere deine Methode. Wie hättest du es denn gern? Sag's doch einfach mal geradeaus. Ich möchte gern mit dir schlafen. Glaubst du, das könnte klappen? Das gefällt mir besser als deine Rederei von miteinander leben. Ich würde gern mit dir schlafen. Ach, schlaf mit dir allein. Tut mir leid, dass wir den ganzen Morgen vor dem Haus warten mussten. Es ist nicht viel, was ich zu sagen habe, weil ich... Tja, ich bin sehr nervös, aber auch stolz. Im Augenblick läuft alles wie am Schnürchen. Dr. Calloway hat angerufen. Bru und die Crew sind in ausgezeichneter Verfassung. Wie hat das alles Ihr Familienleben beeinflusst? Fantastische Frage. Nach dem Abgang? Bisher nicht. Die Kinder werden weiterhin zur Schule gehen und wir werden versuchen, so zu leben wie sonst auch.
Tja, das ist eigentlich alles, was ich zu sagen habe. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und ich bin nur rausgekommen, um Sie zu begrüßen. Danke. Auf Wiedersehen. Danke. Auf Wiedersehen. Was wäre eine Abweichung? Dr. Birken. Ja, Elliot? Kann ich Sie mal einen Moment sprechen? Um was geht's denn? Wissen Sie, ich habe da ein Problem, Sir. Und fühlen Sie sich nicht gut? Doch, doch. Es geht um Messwerte. Welche Messwerte? Wie soll ich sagen? Ich kann da so einiges nicht verstehen. Also kann ich Ihnen vielleicht irgendwie helfen? Ja, das hoffe ich. Ich habe die Signale, die reinkommen, noch mal kontrolliert. Ach, verstehen Sie, ja? Ja, Sir. Sie sind ja sehr gründlich. Und das Ergebnis ist, die Fernsehsignale gehen vor den Signalen des Raumschiffs ein. Es ist, als wären sie näher, viel näher sogar. Das ist doch völlig unmöglich. Das ist bestimmt irgendwo ein Fehler im Computer. Nein, das glaube ich nicht, Dr. Berg. Ich habe den Kontrolltisch schon durchgecheckt. Hm. An welchem Tisch arbeiten Sie? Am 36er. Ach, das erklärt alles. Mit den Schaltungen am 36er ist das so eine Sache. Da hat es schon öfter Schwierigkeiten gegeben. Er wird sofort repariert werden. Und danke, dass Sie mich auf das Problem aufmerksam gemacht haben. Sie denken mit, das gefällt mir. Wir haben T plus 131 Tage, 4 Stunden, 15 Minuten seit dem Start. Noch 5 Minuten bis zur Landung. Die Ehefrauen der Raumschiffbesatzung sind soeben im Kontrollzentrum eingetroffen. In wenigen Minuten müssen wir Kontakt mit dem Raumschiff haben. Bedenken Sie, dass das Funksignal 21 Minuten bis zur Erde braucht. Wir haben daher keine Möglichkeit, uns direkt mit Capricorn 1 zu verständigen. Hier ist Capricorn Control. Wir empfangen ein Signal. Wir schalten um auf Sekundärfrequenz. Houston, hier ist Capricorn 1. CM-LM-Trennung normal. Ich habe CM-Sichtkontakt durch Backbordfenster. Delta-VO-Verbrennungszeit 3,3 Sekunden. Roger, 3,3 Verbrennungszeit ist korrekt. Wir sollten bald etwas von CM hören. Houston, jetzt passt mal auf. Fünf Minuten nach der Landung wird dieses Riesenarschloch vom Preis mich anrufen und mir sagen, wie zufrieden der Präsident ist. Wenn unsere Daten korrekt sind, ist Ihre derzeitige Höhe 2,2 Meilen. Ihr Fallwinkel beträgt 20 Grad. Der vertikale Abstieg 44,6 Fuß pro Sekunde. Wir haben soeben das Lawgate passiert. Höhe 950 Fuß. Sieht gut aus. 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Houston, hier ist Capricorn 1. Wir sind gelandet. Klasse. Ja? Vizepräsident Price am Apparat. Hallo? Ja, ich bin am Apparat. Ja, es ist wirklich fantastisch, was? Wir Amerikaner dürfen stolz sein. Hm? Sagen Sie dem Präsidenten, dass ich mich sehr darüber freue. Ich weiß das zu schätzen, bestimmt. Vielen Dank. Meine besten Grüße an Ihre liebenswerte Frau. Ja. Wiedersehen. Arschloch. Ich wollte heute jetzt einen Ausstieg vornehmen. Jetzt installiert die Kamera. Aber ganz sicher. Nach der langen Reise sind Sie noch ganz schön am Schluss.
Dr. Calloway, könnte ich Sie bitte einen Moment sprechen? Na klar, Elliot. Was haben Sie denn auf dem Herzen? Es gibt da was, was ich nicht verstehe. Und was ist das? Ich bin mir nicht sicher, aber da ist irgendwas mit dem Messwert nicht in Ordnung. Ich habe schon vor ein paar Wochen mit Dr. Bergen gesprochen und er hat gesagt, es liegt vielleicht am Gerät. Könnten Sie es sich nicht mal ansehen? An welchem Gerät arbeiten Sie denn? An der Telemetrie 36. Ah ja, ich weiß, Dr. Bergen hat was davon gesagt, aber wir haben das Ding doch reparieren lassen. Ja, ja, das ist richtig, Sir, aber die Werte bleiben immer dieselben. Welche Werte meinen Sie denn? Nun, Sir, ich habe ein eigenes Programm durchlaufen lassen, um den Fehler zu finden, aber ich komme mit den Ergebnissen einfach nicht klar. Sie sind ein eigenes Programm gefahren? Ja, Sir. Und am Gerät liegt's nicht. Na schön, ich werde das Ding aus dem Verkehr ziehen und dafür sorgen, dass es in die Wartung kommt. Ich danke Ihnen, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben, Elliot. Gern geschehen, Sir. Telemetrie seid ihr auf Empfang. Ich möchte nachher keine Pfanne erleben. Alle speichern was rüber. Hier Paul Cunningham, Capricorn Control. Der Flugleiter gibt bekannt, dass die LM-Crew ein Freizeichen zum ersten DVA auf dem Mars erhalten hat. Da die Entfernung zu groß ist, um ein Gespräch zu führen, hat die Crew eine vorher aufgezeichnete Botschaft vom Präsidenten der Vereinigten Staaten mitgenommen. Hier ist Capricorn Control. Houston, wir schalten jetzt die Kamera ein. Roger, Capricorn. Houston, ihr müsstet jetzt eigentlich was runterkriegen. Ja, wir haben ein ganz gutes Bild. Houston, ich bin jetzt aus der Luke raus. Stehe auf der Leiter. Der Anzug ist sehr praktisch. Die Leiter steht fest. Ich bin 3 Stufen über dem Boden. 2 Stufen. Bild ist gut, so zu lassen. Ich stehe auf der untersten Stufe. Houston, ich werde jetzt meinen Fuß auf den Mars setzen. Zeitlupe fertig. Ich mache diesen Schritt auf einer Reise des Friedens für die ganze Menschheit. Zeitlupe. Houston, ich habe den Mars betreten. Roger, Capricorn, wir gratulieren. Ich werde jetzt... Sieht fantastisch aus, was? Houston, die Oberfläche ist fest. Die Sicht ist gut. Ich gehe jetzt auf die Kamera zu. Ich habe einen guten Stand. Der Boden wird etwas weicher. Ich nehme die Kamera hoch. Ich habe die Kamera. Das Bild wird jetzt etwas unruhig werden. Bisher keine Schwierigkeiten. Houston, ich setze die Kamera ab. Die Steine sehen sehr porös aus. Houston, ich bin jetzt auch draußen. Ich stehe auf der Leiter. Zeitlupe fertig? Houston, ich betrete die Oberfläche. Zeitlupe. Ich stehe auf dem Mars. Wir stellen jetzt die Flagge auf. Wir beanspruchen diesen Planeten nicht für Amerika, sondern nehmen ihn im Namen der ganzen Menschheit in Besitz. Wir hoffen, dass unser Besuch das Verständnis der Menschen zueinander bessern wird. Walker wird jetzt gleich das Band abfahren, auf dem die Botschaft des Präsidenten aufgezeichnet ist. Houston, ich fahre jetzt das Band ab. An die Männer von Capricorn 1. Ich übermittle Ihnen die Grüße Ihrer amerikanischen Landsleute und aller Völker der Erde. Sie sind so weit entfernt, dass das Licht mehr als 20 Minuten braucht, um Sie zu erreichen. Doch nicht nur das Licht, man könnte sagen, die Zeit. Sie leben in einer anderen Zeit als wir. Sie leben in der Zukunft. Und Sie haben uns damit eine Einsicht vermittelt. Dieser Augenblick hat mehr als jeder andere in der Geschichte der Menschheit bewusst gemacht, dass wir Teil eines Planeten sind. In einem Planetensystem, das wiederum ein Teil des Universums ist. Wir sind eine kleine Spezies, die oft sehr selbstsüchtig handelt, aber auch zu großen Taten fähig ist. Wir wissen, wie uneinsichtig wir sein können. Nun haben Sie, die Besatzung von Capricorn 1, uns gezeigt, wie großartig wir auch sein können. Sie haben uns bewiesen, dass wir unsere hochgesteckten Ziele erreichen können. Haben uns gezeigt, wie man die letzte Grenze überwinden kann. Wir sind ein Volk mit unterschiedlicher Hautfarbe, Religion und Ideologie. Aber dennoch ein Ganzes.
Ihr seid eine hervorragende Besatzung. Wir sind stolz auf euch. Eure Leistung wird für immer in die Geschichte eingehen. Nach sorgfältiger Überlegung und gründlicher Einsicht in meinen Seelenleben gebe ich dir die Chance, deine 50 Dollar wieder zurückzugewinnen. Nein, mir ist nicht nach Spielen. Cool, Junge, die Partie zu 5 Dollar. Kein Bedarf. Gut, 10 Dollar. Ich meine es ernst. Ich auch. Hast du gar einen ersten Stoß. Was willst du noch mehr? Wohl angesoffen. Ach was, keinen Tropfen habe ich drin. Aber ich schütt mir gleich einen rein. Unter diesem bügelfreien Hemd schlägt doch tatsächlich ein Herz, Junge. Ist zwar manchmal ein bisschen verkalkt, aber es ist ein Herz. Mike! Du hast doch gesagt, ich habe Anstoß. Muss ich besoffen gewesen sein. Harter Tag im Büro, Schätzchen. Ah, bloß kein Wort darüber. Hast du dein Rechenschieberchen kaputt gemacht? Ich bin nicht sicher. Ich habe eine Kontrolle meiner Sendesignale durchgeführt. Das Ergebnis waren ganz falsche Zahlen. Stell dir bloß vor, Dr. Birnbaum war sauer, dass ich was ohne ihn gecheckt habe. Er meint, es ist eine Fehlfunktion. Da bin ich zu Dr. Calloway gegangen und der hat das Gleiche gesagt. Na und, was hast du dann erwartet? Ein Verdienstorden? Wahrscheinlich. Wir müssen ja wissen, was richtig ist. Jedenfalls sind die Werte, die ich errechnet habe, unmöglich. Mann, wenn du weißt, dass die Werte unmöglich sind, dann brauchst du dich doch nicht so aufzuregen. Es war die Art, wie sie reagiert haben. Keine Überprüfung, nichts. Sie haben mich angesehen wie ein Trottel und mir einen Keks geschenkt. Was war denn das für Zahlen? Ja, ich gebe zu, es war lächerlich. Gut, dann hör auf zu reden und spiele. Diese Signale waren keine 300 Meilen entfernt. Welche Signale? Von der Fernsehübertragung. Hey, jetzt bist du aber besoffen. Kannst du das vielleicht nochmal wiederholen? Hey, Caulfield, Telefon. Hallo? Ja, hier ist Caulfield. Was? Tut mir leid, sprechen Sie doch mal ein bisschen lauter. Ich kann Sie nicht verstehen. Die Verbindung ist sehr schlecht. Wer? Ich weiß nicht, was Sie wollen. Hören Sie, es ist sicher besser, wenn Sie die Einsatzredaktion anrufen. Die werden das schon für Sie erledigen. Ja, richtig. Fragen Sie nach dem Einsatzredakteur. Ist der Redakteur fürs Aktuelle. Aber gerne. Hat jemand Hunger? Nein. Oh Mann, Wunder der Wissenschaft. Jetzt sind wir nun Millionen Meilen von der Erde weg und können uns immer noch eine Pizza kommen lassen. Nein, ich mach's nicht. Was machst du nicht? Das weißt du doch. Ich werde morgen nicht in das Ding da reingehen und meiner Frau erzählen, wie wundervoll alles ist. Ich hab's versucht. Ich kann's nicht. Ich kann meinen Kindern nicht in die Augen sehen. Ich habe immer gesagt, ich tue alles, damit sie auf mich stolz sein können. So wie ich auf sie. Und nun soll ich nach Hause kommen, sie in die Arme nehmen und ihnen sagen, ich habe das wirklich alles getan. Ich weiß nicht, vielleicht ist es besser, nach Hause zu gehen und meiner Familie die Wahrheit zu sagen. Wenn ich einen Ausweg wüsste, würde ich ihn dir verraten. Seit Monaten sitzen wir schon hier rum und lügen ihnen was vor, nur weil die Brüder es von uns verlangen. Aber ich mache nicht mehr mit. Mir reicht's. Na gut, lassen wir morgen die ganze Sache platzen. Am besten bei der Fernsehübertragung. Damit werden wir aber vielen Leuten den Appetit verderben. Den haben wir uns schon selbst verdorben. Okay, und was erreichen wir damit, wenn wir anderen die Tour vermasseln? Du musst doch uns verstehen. Deinetwegen haben wir doch das alles mitgemacht. Es geht um dich und uns. Und jetzt willst du auf einmal den Ruhm absahnen, willst den großen Eklat. Und bei dem Riesentheater gehen wir vor die Hunde. Was wird das unseren Familien? Was wird das unseren Familien? Ja, ich weiß. Also gut. Scheiße. Das ist das Beste, was ich seit 3 Wochen gehört habe. Was ist das Beste? Scheiße. Ich glaube nicht, dass ich es schaffe. Also geben Sie mir Dr. Calloway.
Wieso stehen wir eigentlich plötzlich auf der Seite der miesen Typen und du auf der Seite der Gerechtigkeit? Könnte mir vorstellen, dass Brubaker morgen Schwierigkeiten macht. Ich würde euch ja gerne eine ehrliche Antwort geben. Darauf kann ich verzichten, Bro. Ich glaube, die Kerle sind zu allem fähig. Und unsere Familien sind da draußen. Wir stecken so tief in der Sache drin, wir können nicht mehr zurück. Das kann keiner von uns allein entscheiden. Das müssen wir zusammentun. Mist, seit einer Stunde versuche ich, einen Anschluss zu kriegen. Ist immer besetzt. Könnte da eine Störung vorliegen, oder was? Ja, ich weiß, dass Sie es nicht dürfen. Ja, es ist ein Notfall, ja, ja. Danke. 873-3657. Nein, 3657, Mr. Elliot Witter. Aha. Also doch eine Störung. Na, dann vielen Dank, Miss. Hier ist Paul Cunningham, Capricorn Control. Wir haben T plus 223 Tage, 6 Stunden und 32 Minuten. Alle Systeme arbeiten einwandfrei. Wir erwarten den letzten Fernsehbericht aus der Kommandokapsel während des Rückfluges zur Erde. Die Sendung ist in erster Linie der Crew und ihren Ehefrauen gewidmet. Zum ersten Mal ist die Kapsel wieder in Erdnähe, sodass ein normales Gespräch möglich ist. Hier ist Capricorn Control. Capricorn 1, hier ist Houston. Capricorn 1, hier ist Houston. Roger, Houston. Hier ist Capricorn 1. Habt ihr ein Bild? Roger, Capricorn, wir haben ein Bild. Und hier sitzen drei erwartungsvolle Damen, die gern mit euch reden würden. Roger, Houston. Na, wir würden auch gern mit Ihnen sprechen. Okay, tun Sie das. Aber fassen Sie sich kurz. Es ist ein teures Ferngespräch. Vergessen Sie das nicht. Jack. Hier ist Betty. Hallo, Betty. Wie geht's dir? Du siehst gut aus. Weißt du, wir können dich hier oben nicht sehen, aber es ist wunderbar, deine Stimme zu hören. Du fehlst mir. Und den Kindern auch. Ich vermisse euch auch, das kannst du mir glauben. Peter? Hier ist Sharon. Ich hab doch gesagt, du sollst mich nicht anrufen. Fühlst du dich wohl? Ich fühle mich bestens. Was macht denn Sandy? Weißt du, sie hat die Rolle der Wendy in der Schulaufführung bekommen, im Peter Pan. Na, da wird sie sich bestimmt freuen. Du klingst so nah. Es ist kaum zu glauben, dass du so weit im Weltraum bist. Bin doch gar nicht so weit weg, die paar Meilen. Bru. Not okay. Wir sind so stolz auf dich. Kannst du mich gut verstehen, Bru? Ja. Ich bin mir mit Brubaker nicht so sicher. Pass gut auf. Bru. Ich habe eine Überraschung für dich. Was? Ich habe gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Was denn? Charles hat einen Aufsatz in der Klasse geschrieben. Und dafür wurde er ausgezeichnet. Darf ich ihn dir vorlesen? Bru, kannst du mich hören? Ja. Bitte lies ihn mir vor. Das sieht nicht gut aus. Soll ich die Sendung unterbrechen? Nein, erst wenn ich sage. Mein Vater. Von Charles Brubaker Jr. Mein Vater ist jetzt weit weg von mir. Unterwegs zum Mars. Ich vermisse ihn sehr. Ich vermisse ihn immer, wenn er weg ist. Aber ich bin nicht traurig. Früher war ich traurig, wenn er wegging. Irgendwann hat mir mein Vater mal gesagt, die Menschen dürfen nicht nur für sich selber leben. Er hat damals gesagt, dass er versuchen wird, etwas zu unternehmen, was für uns alle wichtig ist. Und ich weiß, dass er das jetzt tut. Für uns alle. Für ein besseres Leben. Und das heißt auch, dass er es für mich tut. Er ist zwar weit weg, aber er denkt an mich. Und ich bin in Gedanken immer bei ihm. Deswegen bin ich nicht traurig. Ich bin sehr stolz auf meinen Vater. Ich liebe ihn wirklich sehr. Okay. Was hast du? Es gibt etwas, was ich dir sagen möchte. Bru! Was ist es? Nicht bevor ich sage. Ich weiß, es war nicht leicht für dich und die Kinder, aber... Du sollst wissen, dass ich dich liebe. Sag Charles bitte, ich danke ihm für den Aufsatz. Mach ich. Und wenn ich wieder zurückkomme, dann fahre ich mit ihm nach Yosemite. Wie letzten Sommer. Ich sag's ihm. Bru, ich liebe dich sehr.
Die Zeit ist um, Gentlemen. Roger, Houston. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, sind Sie schon auf dem Heimweg. Gut gemacht, Capricorn. Roger. Witter zu Hause, sagen Sie, im Crawfield ist der. Wer? Witter, Elliot Witter. Hier wohnt niemand, der so ähnlich heißt. Sie haben sich bestimmt in der Wohnung geirrt. Das ist doch hier Apartment 228, stimmt's? Ja. Oh, vermutlich sind Sie im falschen Haus. Irgendwie sind die alle gleich. Ja, ja, schon möglich. Aber das hier ist doch 4311 Claridge, oder? Ja, richtig. Elliot Witter wohnt Claridge 4311, Apartment 228. Soll das ein Scherz sein? Hören Sie, ich bin schon 100 Mal hier gewesen. Elliot ist ein Freund von mir. Er wohnt in dieser Wohnung. Hören Sie, Mister, halten Sie mich nicht auf. Ich mache gerade einen Ofen sauber und es ist mein Ofen. Er steht in meiner Küche, in meinem Apartment. Und wenn Sie nichts dagegen haben, mache ich jetzt weiter. Warten Sie einen Moment, warten Sie. Glauben Sie mir, ich bin kein Spinner, ich bin auch kein Verbrecher. Ich suche meinen Freund und der wohnt in diesem Apartment, das schwöre ich Ihnen. Würden Sie bitte Ihren Fuß aus meiner Tür nehmen oder ich rufe die Polizei. Ich finde das nicht besonders komisch. Augenblick, ich kann beweisen, dass ich schon öfter hier gewesen bin. Ich kenne die Wohnung. Würden Sie jetzt endlich gehen, oder ich muss die Polizei holen. Cunningham, Capricorn Control. Wir sind 259 Tage, 14 Stunden, 12 Minuten unterwegs. Alle Kontrollleuchten zeigen grün. Das Hauptbergungsschiff, die USS Orinskany, ist auf Position. Nach der Landung werden etwa 18 Minuten vom Drücken wir die Daumen, dass es gut geht. Ach, das klappt. Nachdem die Crew ihre Ansprache an Deck gehalten hat und von Captain Karl Mart begrüßt wurde, wird sie sich einer medizinischen Untersuchung unterziehen. Heute Abend, 8 Uhr pazifische Zeit, wird die Crew an einem Bankett teilnehmen, dessen kulinarische Überraschung ein großer roter Kuchen sein wird. Eine Nachbildung der Marsoberfläche. Noch 23 Minuten, 12 Sekunden bis zum Eintauchen in die Erdatmosphäre. Hier ist Capricorn Control. Auf der Insel wartet ein Hubschrauber, der Sie sofort nach der Landung der Kapsel dorthin bringen wird.
Das Bergungsschiff wird ungefähr 1,5 Stunden brauchen. Sie müssen sich also nicht beeilen. Alle Systeme grün? Roger, alle grün. Trennungsschubgeber jetzt checken. Trennungsschubgeber okay. Außenbordschubgeber. Außenbordschubgeber okay. Innenbordschubgeber. Innenbordschubgeber okay. Wie sieht's aus? Hier Capricorn 1. Es könnte eventuell ein Problem auftauchen. Roger. Inwiefern? Wir sind ein bisschen vom Ziel abgekommen. Wie weit denn? Fast 200 Meilen. Das ist viel. Die Bergungskräfte werden etwa 2,5 Stunden brauchen, um sie zu erreichen. Ihr habt noch 10 Sekunden. Sie berichten mir weiter. Ja, Sir. 6, 5, 4, 3, 2. Capricorn 1, hier ist Houston. Capricorn 1, wir haben Alarm für Hitzeschild. Hören Sie uns. Capricorn 1, hier ist Houston. Wir haben Alarm für Hitzeschild. Hören Sie uns. Capricorn 1, hier ist Houston. Capricorn 1, hier ist Houston. Alarm für Hitzeschild. Können Sie uns verstehen? Capricorn 1, hier ist Houston. Capricorn 1, wir haben Alarm für Hitzeschild. Hören Sie uns. Capricorn 1, hier ist Houston. Dr. Calloway? Capricorn 1, hier ist Houston. Capricorn 1, hier ist Houston. Hören Sie uns. Capricorn 1, hier ist Houston. Capricorn 1, hier ist Houston. Capricorn 1, wir haben Alarm für Hitzeschild. Hören Sie uns. Capricorn 1, hier ist Houston. 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 Wir haben Alarm für Hitzeschild. Hören Sie uns. Capricorn 1, hier ist Houston. Capricorn 1, hier ist Houston. Hören Sie uns. Hier ist Paul Cunningham, Capricorn Control. Wir sind soeben unterrichtet worden, dass im Raumschiff eine Fehlschaltung aufgetreten ist. Noch wissen wir nicht, wo das Problem liegt, doch wir halten Sie auf dem Laufenden. Charles und Sandy, ihr geht auf euer Zimmer. Ma, wieso? Du sollst jetzt mit Sandy gehen. Ma, ich... Charles, du verschwindest jetzt sofort. Capricorn 1, hier ist Houston. Hören Sie uns. Ladies und Gentlemen, ich werde jetzt eine kurze Erklärung abgeben und dann Ihre Fragen beantworten. Es muss irgendwas beim Rücksturz passiert sein. Und zwar beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Warum haben die uns nichts davon gesagt? Wir sollen nicht erfahren, dass was schiefgegangen ist. Aber was ist schiefgegangen? Verflucht nochmal, wo steckt Calloway? Und was wird aus uns? Nach T plus 259 Tagen, 15 Stunden, 11 Minuten des Fluges von Capricorn 1... Nach 2 Minuten 18 Sekunden Flug in der Erdatmosphäre leuchtete das Warnlicht des Hitzeschilds am Mission Control Beobachtungspult rot auf. Wir sind tot. Was? Wir sind tot. Scheiße, und ich war doch nur wirklich ein Prachtkerl. Wir haben sofort versucht, Funkkontakt herzustellen. Direkten Funkkontakt zur Raumkapsel. Aber wir hatten keinen Erfolg. Wir sind abweichend vom Kurs gelandet. Warum haben Sie uns nichts davon gesagt? Und sind wir nicht gelandet, hat sich entweder der Hitzeschild gelöst oder die Fallschirme haben versagt. So oder so, wir sind tot. Wahrscheinlich hat sich der Hitzeschild von der Kommandokapsel gelöst. Und wie Sie wissen, ist der Hitzeschild der einzige Schutz der Kapsel gegen den enormen Temperaturanstieg beim Eintauchen in die Erdatmosphäre. Das Raumschiff ist innerhalb von 12 Sekunden nach Verlust des Hitzeschildes verglüht. Jetzt gerade hält Calloway eine Ansprache, was für tapfere, wunderbare Kerle wir gewesen sind. Ich kann nicht wiedergeben, was wir jetzt empfinden. Diese Männer gehörten immer zu unserer Familie. Zu unserem Raumfahrtprogramm. Wenn uns hier ein Mensch wieder sieht, löst das eine Lawine aus. Die können gar nicht riskieren, dass wir weiterleben. Das ist das Ende meiner Erklärung. Ja, bitte? Haben Sie schon mit den Angehörigen gesprochen? Ja. Ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Ausweg gibt, aber ich glaube, wir müssen ja schnellstens abhauen. Jemand anderer Meinung? Wann ist der Hitzeschild zum letzten Mal geprüft worden? Während der ganzen Wiedereintrittsphase
hat es eine Reihe von Statuschecks gegeben. Und alle Überprüfungen zeigten an, dass der Schild fest war. Nein, mit dem Präsidenten habe ich noch nicht gesprochen. Aber ich werde es sehr bald tun. Ich möchte Ihnen jedoch an dieser Stelle sagen, dass der Präsident uns wieder und wieder ermutigt hat. Alle Mitarbeiter an diesem Programm. Es bedeutete ihm ebenso viel wie denen, die daran teilnahmen. Bedeutet das das Ende der bemannten Raumfahrt? Das weiß ich nicht. Man kann kein weit gestecktes Ziel erreichen, ohne auf dem Weg dorthin zu stolpern. Das muss nicht bedeuten, dass sich das nicht lohnt. Wer will das von ihm? Viele Menschen haben ihr Letztes dafür gegeben. 1967 gab es Feuer in Apollo 1. Wir gaben nicht auf, obwohl wir am Boden zerstört waren. Weitergemacht. Das haben Sie ja auch gewollt. Wir wollen uns in dieser Stunde daran erinnern, dass diese drei bemerkenswerten Männer ihr Leben gegeben haben, um uns unserem Ziel ein Stück näher zu bringen. Haben Sie mit Ihrem Einsatz erreicht. Sagen Sie mir, Sie, die Sie hier sitzen, ich frage Sie, vielleicht wissen Sie eine Antwort. Wie können wir fortsetzen, was diese Männer wollten? Indem wir ihren Traum aufgeben? Indem wir sagen, es war alles umsonst? Vielleicht wissen Sie die Antwort. Das war mein letzter Versuch. Dann müssen wir sehen, was wird. Hast du eine Ahnung, wo wir sind? Nein. In welche Richtung fliegen wir? Westen. Wenn wir an der Küste sind, weiter nach Norden. Wir werden in irgendeiner Stadt landen, dann haben wir vielleicht noch eine Chance. Ein paar Reporter, vielleicht ein Fernsehteam. Wenn uns nur ein paar Menschen sehen, ist die Sache schon gelaufen. Na, so optimistisch bin ich nicht, mein Junge. Und was ist mit unseren Familien? Die denken doch, wir sind tot. Ich frag mich, wenn wir auftauchen und die Bevölkerung alles erfährt, ob sie dann wirklich zufrieden ist. Vielleicht wäre es wirklich für alle besser, wir wären tot. Die Tanks sind leer. Wir pfeifen auf dem letzten Loch, Sprit ist alle. War noch immer meine Rede. Wenn du einen Ausflug machst, kontrollier vorher die Tanks. Was ist mit der Reserve? Wir sind auf Reserve. Na, großartig. Ich drehe eine Runde. Sieh zu, ob du ein ebenes Gelände findest. Da drüben. Hinter den Felsen. Kriegst du die Kiste denn da sauber runter? Klappen raus.
Jetzt sind wir wirklich auf dem Mars. Wir haben 20 Minuten Vorsprung, mehr nicht. Die erwischen uns doch bald, wenn sie den Vogel sehen. Also müssen wir uns jetzt entscheiden. Entweder bleiben wir zusammen oder gehen in verschiedene Richtungen. Hey, ich habe eine Überlebensausrüstung gefunden. Für jeden eine Dose Wasser. Eine Leuchtpatrone. John, du nimmst das Feuerzeug, wir beide nehmen die Streichhölzer. Ist das am Revolver? Ich kriege immer einen Schreck, wenn es knallt. Ja, ja, kannst das Ding behalten. Dann nimm das Messer. Merkt euch, wenn einer von uns erwischt wird oder nicht weiter kann, dann schießt ihr die Leuchtkugel ab, damit die anderen wissen, was los ist. Ich gehe weiter nach Westen. John, du gehst nach Norden. Peter, du nach Süden. Wir kommen von Osten. Dahin dürfen wir nicht zurück. Tja, es ist soweit, Jungs. Machen wir einen Abmarsch. Versuchen wir es. Vielleicht schafft's wirklich einer. Was? Habe ich dir den Witz von dem Kerl erzählt, der den Job hatte, Elefanten einen Einlauf zu machen? Schon dreimal. Habe ich ihn dir schon erzählt? Erzähl mir, wenn wir zu Hause sind. Sag Charles bitte, ich danke ihm für den Aufsatz. Danke. Und wenn ich wieder zurückkomme, dann fahre ich mit ihm nach Yosemite. Wie letzten Sommer. Ich werde es ihm sagen. Das genügt. Gleich nochmal. Wie letzten Sommer. Ich werde es ihm sagen. Sehen Sie, Sir? Mr. Knox, Sir. Zaubern wir mit Stock und Rock, Sir. Zaubern Sie mir einen Hund? Schön bunt, Sir. Ein Hund? Sieh mal. Ja, ein bunter Hund. Und was ist das hier? Sein Rock. Richtig. Erst mache ich den Trick mit dem Blick und zack, aus dem alten Sack einen Frack aus Lack. Für Tante Lou eine Kuh und Onkel Hein bekommt ein Schwein, wird der sich freuen und gar nicht reuen. Siehst du, da ist es. Was denn? Die Kuh. Und hier ist ein neuer Trick, Mr. Rosen. Hühner in Hosen und Schuhe aus Lederfein. Für ihre Gänselein aus kleinen Raupen mache ich Tee. Woraus gezaubert wird ein Reh. Verwunschen. Wurde es schon vor Jahren von einer Hexe mit roten Haaren. Mr. Knox, sehen Sie her? Dieser Trick hier ist sehr schwer, doch ich mag ihn sehr. Ich zaubere nun ein Huhn. Sieh mal das Huhn. Da, noch eins. Ja. Richtig, Sandy, du bist sehr gut. Und dazu einen Hund, klein, bunt und rund.
Ja, bitte. Ich würde gern Mrs. Brubaker sprechen. Ich heiße Caulfield. Mrs. Brubaker empfängt keinen Besuch. Ich habe heute früh angerufen. Ich glaube, sie erwartet mich. Wie war Ihr Name nochmal? Caulfield, Robert Caulfield. Ah, ja. Mrs. Brubaker erwartet Sie schon. Sie ist draußen auf der Terrasse. Gehen Sie hier durch. Danke. Mrs. Brubaker? Mr. Caulfield. Setzen Sie sich bitte. Ah, Mrs. Brubaker, zunächst möchte ich Ihnen sagen, wie sehr ich mit Ihnen fühle. Wir bedauern es zutiefst. Das glaube ich Ihnen. Und ich bin Ihnen dafür dankbar. Ich möchte Sie durch meine augenblickliche Situation nicht belasten. Bitte fragen Sie, was Sie fragen wollen. Ich weiß, dass Sie den Eindruck haben, Sie würden mich stören. Aber so ist das nicht. Diese Ablenkung ist für mich vielleicht ganz gut. Sie haben angerufen und gesagt, es wäre sehr wichtig. Worum handelt es sich? Mrs. Brubaker, vielleicht ist es für Sie nicht wichtig. Ich suche etwas, das für mich wichtig ist. Verstehen Sie? Etwas Persönliches. Sie sind Reporter, nicht wahr? Ja, aber ich habe schon gesagt, ich komme nicht wegen eines Interviews. Ich habe einige Fragen bezüglich des letzten Gesprächs mit Ihrem Mann kurz vor der Landung. Was möchten Sie wissen? Es mag Ihnen etwas merkwürdig vorkommen, Mrs. Brubaker, und ich möchte Sie wirklich nicht aufregen. Aber kurz vor Ende Ihrer Unterhaltung hat Ihr Mann etwas über einen Urlaub gesagt, den Sie voriges Jahr gemacht haben. Ihre Reaktion war so, als wüssten Sie nicht, was er damit meint. Warum wollen Sie das überhaupt wissen? Wie ich schon gesagt habe, es ist rein persönlich. Für mich ist es auch persönlich. Bitte, ich möchte niemanden in Verlegenheit bringen, ganz sicher nicht. Warum interessiert Sie das überhaupt? Bitte, haben Sie Vertrauen. Wieso? Ihre Frage ist verständlich. So wichtig war das gar nicht. Es war wirklich nichts Dramatisches. Bru hat etwas verwechselt, das ist alles. Soll ich vielleicht öffentlich erklären, dass mein Mann bezüglich unseres Urlaubs etwas verwechselt hat? Da gab's anderes, das wichtiger war. Nein, ich will nicht irgendetwas veröffentlichen. Warum stellen Sie dann die Fragen? Es geht um einen Freund von mir. Was habe ich damit zu tun? Tja, wenn ich es wüsste, würde ich es Ihnen sagen. Tja, es war nichts Wichtiges. Bru hat gesagt, er wollte noch mal nach Yosemite fahren, wie letztes Jahr. Letztes Jahr waren wir aber in Flat Rock, nicht in Yosemite. Ich kann mir nur vorstellen, dass er sich da irgendwie geirrt haben muss. Mrs. Brubaker, ich danke Ihnen von Herzen. Ich bin sicher, Sie hatten Wichtigeres zu tun gehabt, als meine dummen Fragen zu beantworten. Aber ich bitte Sie, konnte ich Ihnen denn wenigstens helfen? Ich weiß nicht. Darf ich gelegentlich noch mal anrufen? Gern. Danke. Ist es niemand drin? Sind Sie sicher? Fordern Sie Verstärkung an, die können doch noch nicht weit gekommen sein. Na, das machen wir doch mit links.
Charles, lass das sein. Ich weiß, dass du sie ärgerst. Und sie will nicht geärgert werden, also komm, lass es. Wenn du im Wasser bleiben willst, dann hör auf. Hi, Onkel Jim. Hallo, Charles. Guten Tag, Kay. Jim. Du siehst gut aus. Danke. Möchtest du etwas trinken? Nein, nein, danke. Wie geht's den Kindern? Naja, Charles ist sehr stark. Er lässt sich nichts anmerken, er verschließt sich. Sandy weiß nichts. Tja. Am Dienstag findet ein Gedächtnisgottesdienst statt. Hier bei uns in Houston. Der Präsident wird da sein. Er wird auch sprechen. Wie nett. Vielleicht kriege ich sogar einen Orden. Ich möchte, dass du teilnimmst. Bitte. Ich weiß, wie schwer es gerade jetzt für dich ist. Und ich gebe zu, es wird mir schwer, dich darum zu bitten. Es wäre aber gut für alle, wenn du mit mir zum Gottesdienst gehen würdest. Es war ein grausamer Tod. Nein, das war es nicht. Wenn der Hitzeschild sich ablöst, haben sie es innerhalb von 5 Sekunden überstanden. Ich weiß, das klingt hart, aber... Aber ich wollte dir sagen, dass er nicht gelitten hat. Und du darfst nicht vergessen, dass er für ein großes Ideal gestorben ist, für das es sich lohnte zu sterben. Das musst du auch wissen. Ja, das weiß ich auch. Aber ich finde, dass es sich nicht gelohnt hat, dafür zu sterben. Ich verstehe dich. Es tut mir leid, wirklich. Vielleicht ist jetzt doch nicht der Moment, mit dir darüber zu reden. Ich rufe dich morgen noch an, ja? Jim? Ich gehe hin. Du bist eine ungewöhnliche Frau. Er war auch ein ungewöhnlicher Mann. Danke. Hey, Onkel Jim. Ja? Daddy ist doch zum Mars geflogen, nicht? Ja. Ja, das ist er. Wasserentzug. Im Handbuch für den Notfall steht: Suche nach Pflanzen und Tieren. Das Handbuch sagt: Suche nach Anzeichen für Wasser. Hubschrauber.
Ja. Er war allein. In welcher Richtung vom Flugzeug aus haben Sie ihn gefunden? Suchen Sie nur im Süden und Westen. Aus Norden und Osten können Sie alle Suchtrupps zurückziehen. Die beiden anderen sind nach Süden und Westen gegangen. Hallo, da bin ich wieder. Kommen Sie rein. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Ja, gern. Was möchten Sie? Scotch, ohne alles. Bitte. Sie haben nicht gefunden, was Sie gesucht haben. Wahrscheinlich ist es Ihnen peinlich, mich nochmals zu belästigen, aber Sie haben noch ein oder zwei Fragen. Es war etwas Persönliches und Sie wollten mich damit nicht aufregen. Ich habe nicht gefunden, was ich gesucht habe, und es ist mir peinlich, Sie nochmal zu belästigen. Es gibt tatsächlich noch ein oder zwei Fragen, die ich Ihnen stellen möchte, und es ist auch richtig, dass Sie für mich persönlich sehr wichtig sind. Sie suchen etwas, wollen meine Hilfe, wollen mir aber nicht sagen, worum es geht. Warum? Sie sind eine kluge Frau, wissen Sie das? Ja. Ich trinke viel und komme auf den Schwierigkeiten, weil ich dann dummes Zeug rede. Und manchmal habe ich auch eine etwas zu lebhafte Fantasie. Irgendwas stimmt nicht, ich weiß nicht was. Ich schwöre, ich würde nie etwas tun, das Ihnen oder Ihrem Mann schaden könnte. Das müssen Sie mir glauben. Hinter was sind Sie her? Ich würde ein großes Risiko eingehen, wenn ich es Ihnen sage. Sie würden mich dann vielleicht rausschmeißen und das möchte ich nicht gern. Ich kann einfach nicht glauben, dass Colonel Brubaker ein Mann ist, der irgendetwas verwechselt, egal wie weit er weg ist. Ich denke, er wollte Ihnen was sagen. Was? Was haben Sie in Flat Rock gemacht? Nicht sehr viel. Wir sind schon nach einem Tag wieder abgefahren, weil Charles krank wurde. Was haben Sie dort gemacht? Das weiß ich nicht mehr so genau. Eine Stadtrundfahrt haben wir gemacht, die war sehr schön. Und ich weiß nicht mehr was. Ein paar Filme haben wir aufgenommen. Haben Sie die noch? Ja. Kann ich sie sehen? Ja. An dem Tag wurde da gerade ein Film gedreht. Bru hat es mächtig interessiert. Er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass man so viel Zeit braucht, um eine einzige Szene zu drehen. Diese Szene mochte Charles sehr. Er war nicht gerade in bester Stimmung. Er wusste nicht, dass er krank war. Jedenfalls war Bruce von den Einzelheiten fasziniert. Es hat ihn ungeheuer beeindruckt, dass etwas Gestelltes so echt aussehen kann. Er hat dann später oft gesagt, dass man die Menschen mit einem großen Aufwand an Technik von fast allem überzeugen kann. Das ist ein Mann. Verstehst du? Urlaub macht. In Europa. Sein erster Urlaub. Nach langer Zeit. Er sieht sich alles an. Es ist eine herrliche Zeit. Und dann ruft er zu Hause an. Sein Bruder ist am Apparat. Und er fragt ihn, na, wie sieht's aus zu Hause? Und der Bruder sagt, Katze ist tot. Der Mann sagt zu seinem Bruder, du solltest mir schlechte Nachrichten nicht auf die Art mitteilen. Du hättest es mir anders sagen können. Du hättest sagen können, die Katze hat sich aufs Dach geschlichen und hat Eichhörnchen gejagt und konnte nicht mehr runter. Wir mussten die Feuerwehr holen. Und als die dann kam, ist einer hochgeklettert und hat die Katze gepackt. Auf dem Weg nach unten ist er ausgerutscht und die Katze ist abgestürzt. Und die Katze musste zum Tierarzt. Sie haben versucht, die Katze zu retten. Sie haben sie sogar berührt.
aber es klappte nicht. Das Tier war nicht. Nicht mehr zu retten. Das ist der richtige Weg, um schlechte Nachrichten zu sagen. Also fragt der Typ dann seinen Bruder. Wie geht's, Mutter? Der Bruder sagt, sie ist oben auf dem Dach. Auf dem Dach. Kapierst du? Sie ist auf dem Dach. Kapierst du? Kapierst du? Ja. Wen von Ihnen? Und in welche Richtung ist er gegangen? Brubaker geht in Richtung Westen. Sucht Trupps nach Westen. Koffer? Ist gleich? Okay. Nein, es ist ja nett, Sie wieder mal hier zu sehen. Hören Sie, ich hab was. Gehen Sie zum Hautarzt. Lassen Sie mich raten, wen Sie heute spielen. Bogie. Wo haben Sie gesteckt? Ich muss mit Ihnen reden. Ich bin einem echten Superding auf der Spur. Und das meine ich diesmal ernst. So, ein Superding? Das ist ja umwerfend. Da stimmt was nicht. Ich klebe Ihnen bereits an den Fersen. Die wollten mich sogar umbringen. Wer sind die? Das kann ich nicht sagen. Warum nicht? Weil Sie es nicht glauben würden. Halten Sie mich für dämlich? Okay, fange ich an. Ich habe einen Tipp bekommen von einem guten Freund und dann ist er verschwunden. Verschwunden? Ja, als hätte er niemals existiert. In seiner Wohnung lebt jetzt eine Frau. Der ganze Laden, der hat sich völlig verändert. Sie hat behauptet, sie wohnt schon über ein Jahr da. Bei der Hausverwaltung habe ich mich erkundigt. Die haben tatsächlich Belege dafür, über ein Jahr. Und die NASA-Personalabteilung hat keine Unterlagen, dass mein Freund je dort gearbeitet hat. Sie haben nie was von ihm gehört. Also Sie haben einen Freund, der bei der NASA arbeitet. Der gibt Ihnen einen Tipp und verschwindet, richtig? Hm. Und dann stellt sich raus, er hat nie in der Wohnung gewohnt und nie bei der NASA gearbeitet. Das ist der Kerl, der Ihnen den Tipp für den Superknüller gegeben hat. Und mit dem Blödsinn kommen Sie zu mir? Mein Auto. Jemand hat mein Auto präpariert. Das, mit dem Sie baden gegangen? Da hat jemand dran gebastelt. Die Bremsen gingen nicht. Können Sie es beweisen? Die Polizei hat gesagt, dass alles in Ordnung war. Und Sie denken, ich würde Ihnen nicht glauben? Jemand hat auf mich geschossen. Wann? Das war gestern. Gott sei Dank habe ich ein Alibi. Aber ich sage Ihnen die Wahrheit. Hören Sie mir zu. Hören Sie gut zu. Ich mag Sie nicht, Caulfield. Sie sind sehr ehrgeizig. Sie wollen unbedingt das Superding des Jahrhunderts landen, Freundchen. Woodward und Bernstein waren gute Reporter. Die hatten was drauf, die Jungs. Die sind aber auch nicht überall rumgelaufen und haben erzählt, sie hätten Petty Hearst gefunden, so wie Sie das machen. Oder das brillante Kabinettstückchen, das Sie damals abgezogen haben, als Sie den Augenzeugen für den zweiten Scharfschützen beim Kennedy-Mord aufgetrieben haben. Obwohl bewiesen war, dass der Mann unmöglich da sein konnte, weil er in einer Nervenklinik lag, hat Sie das nicht abgehalten, mir Ihre Schmierereien anzubieten. Ich will Ihnen mal was sagen. Viele Reporter sind wie ich, nämlich gründliche Arbeiter. Sie verbringen die meiste Zeit damit, Kleinigkeiten zu überprüfen. Wir brauchen Fakten. So ist das. Reporter berichten über irdische Dinge wie Kriege, Sitzungen, Gerichtsverhandlungen. Aber Sie scheinen ja bei Ihrem gedrängten Terminplan für so unwesentliche Dinge keine Zeit zu haben. Sie werden sich nie herablassen, darüber zu berichten. Sie verbringen Ihre Zeit damit, indem Sie sich Tipps von Menschen geben lassen, die gar nicht existieren. Oder fahren Ihr Auto ins Wasser und behaupten hinterher, es wäre gar nicht Ihre Schuld. Und unsichtbare Schützen zielen auf Sie. Ich möchte Ihrem kometenhaften Aufstieg nicht im Wege stehen, weil ich sowas Ähnliches wie eine ordentliche Story von Ihnen verlange. Nur war leider ein Zug mit Propangas so überaus verständnislos bei Galveston zu entgleisen, sodass die ganze Ortschaft möglicherweise in die Luft fliegen könnte. Es wäre wirklich überaus freundlich von Ihnen, Sir, wenn Sie sich dem Aufnahmeteam anschließen, das schon auf dem Flughafen auf Sie wartet, während wir hier miteinander schwafeln.
War eine ergreifende Rede. Will ich doch hoffen. Ich kann jetzt aber leider nicht nach Galveston fliegen. Habe ich was an den Ohren? Hören Sie, wenn ein Reporter seinen Einsatzleiter davon in Kenntnis setzt, dass er einer Sache auf der Spur ist, von der er glaubt, dass sie ein Superhit wird, dann sollte, meine ich, der Einsatzleiter sagen, okay, ich gebe dir 48 Stunden, dann kommst du mit einer Story über den Tisch oder du hast mit Zitronen gehandelt. Das sollte er sagen, das habe ich nämlich in einem Film gesehen. Ab mit Ihrem Hintern ins Flugzeug. Nein, ich kann nicht, ich muss jetzt da dranbleiben. Erzählen Sie mir doch mal, worum es sich bei dieser sagenhaften Story handelt. Nein, klingt zu verrückt, wenn ich es Ihnen erzählen würde, kriege ich noch mehr Ärger. Sie sind nicht verrückt, ich bin verrückt, weil ich Ihnen die ganze Zeit über zuhöre. Wahrscheinlich bin ich auch verrückt, wenn ich Ihnen Folgendes sage. Ich gebe Ihnen genau 24 Stunden, um Ihre Fakten zu finden, keine 48. Ich habe den Film nämlich auch gesehen, es waren 24. Keine Bewegung. Ich bin noch nicht lebensmüde. Robert Caulfield? Ja, und wer sind Sie? FBI. Wir haben einen Durchsuchungsbefehl für Ihre Wohnung. Durchsuchungsbefehl? Weswegen? Ganz ruhig, keine Bewegung. Ich mache ja nichts. Sie sollen mir nur sagen, worum es geht. Komm mal her. Sieh dir das an. Würden Sie bitte mitkommen, Mr. Caulfield? Mr. Caulfield, es tut mir leid. Sie sind verhaftet. Wir haben Kokain bei Ihnen gefunden. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das haben Sie dahingelegt. Das wissen Sie. Sie haben das Recht, die Aussage zu verweigern. Sie haben das Recht auf einen Anwalt. Das stimmt doch nicht. Sie haben das Zeug dahingelegt. Alles, was Sie sagen, kann vor Gericht gegen Sie verwendet werden. Ihr gehört zum Clan, ihr Schweine. Das tut doch weh. Schluss. Und die Handschellen können Sie sich sparen. Bitte, Mr. Caulfield, es liegen schwere Anschuldigungen gegen Sie vor. Widersetzen Sie sich nicht der Verhaftung. Ich kann's nicht. Aber das tut weh. Dass ihr so weit geht, das ist das Letzte. Ach, da sind Sie ja. Hallo, Mr. Caulfield. Nett, Sie zu sehen. Das ist der Moment, wo Kirk Douglas zu Richard Conti sagt... Zu Jimmy Stewart. Ah ja, Jimmy Stewart, danke. Jedenfalls sagte der, du rasender Reporter, ich kann dich nicht dauernd aus irgendwelchen Schwierigkeiten raushauen. Ich habe die Chefredaktion am Hals, weiß nicht, wie lange ich ihn noch beruhigen kann. Richtig? Richtig. Falsch, ich habe Sie rausgeholt, um den Sender nicht zu blamieren. Sie sind eine Pfeife, Ihnen kann man nicht mal die Berichterstattung über ein Lagerfeuer anvertrauen. Wahrscheinlich würden Sie reinfallen und sich verbrennen. Oder Sie wären die Ursache für den Brand. Kein Firmenwagen, Sie sind gefeuert. Oh, wie ich den Klang dieser Worte liebe. Ich sag's gleich nochmal. Sie sind gefeuert, fix und fertig. Mir gefällt es. Aber ich bin auf dem richtigen Weg. Ach, meinen Sie wirklich? Na, Sie werden schon wieder normal werden, mein Junge. Na, was habe ich immer gepredigt? Du mit deinem heiligen Journalistenschwur, den kannst du dir sauer kochen. Warum höre ich mir überhaupt den ganzen Käse an? Ist doch immer dieselbe Scheiße. Du sagst mir, du hast Schwierigkeiten, brauchst eine Kaution, bist eben gefeuert worden und ich komme auch sofort. Ja, du rein, der Schäfer. Du siehst schrecklich aus. Danke vielmals. War mir ein Vergnügen. Hast du wenigstens was rausgekriegt? Um 1 Uhr nachts ruft mich ein runtergekommener Fixer an und sagt, ich soll alle militärischen Einrichtungen raussuchen im Umkreis von 300 Meilen um Houston, Texas. Das war ein schöner Spruch, aber hast du was rausgekriegt? Ja, es war nicht leicht. Ich musste intensiv recherchieren. Wie viele Stützpunkte hast du gefunden? Einen. White Bluff, da war nämlich damals mein Vater stationiert. Das nennst du intensive Recherche? Dann ruf du um 1 Uhr nachts deinen Vater an. Das ist intensiv recherchiert. White Bluff ist viel zu groß. Zu groß wofür? Für das, was ich will. Und was willst du? Ich will zum Militär gehen. Ich nehme die doch nie. Deswegen bewerbe ich mich auch. Du jagst einer Story hinterher. Ich bin gefeuert. Du jagst einer Story hinterher und ich helfe dir dabei. Das darf doch nicht wahr sein. Ich werde dir ewig danken. Der einzige Grund, weshalb ich es tue, ist der, dass ich jetzt schon weiß, dass sich deine Geschichte am Ende als Ente entpuppt.
Du musst es auch nicht noch beschwören. Ich werde dir einen Kaffee machen und dann darfst du vielleicht mal. Außer White Bluff gibt es nichts anderes? Nein. Nur ein aufgegebener Stützpunkt, der im Krieg für Übungen benutzt wurde. Jackson, da ist nichts los. Willst du vielleicht nicht? Klar, ich will immer. Wo liegt Jackson? Ungefähr 300 Meilen nach Westen. Also ich glaube, ich werde gleich wütend auf dich. Hast du Geld bei dir? Du willst das hier noch bezahlen? Wie viel? Ich glaube, ungefähr 100. Ich werde es dir morgen früh auf den Nachttisch legen. Gib's mir gleich. Im Voraus? Du schätzt dich ja hoch ein. Bitte, und die Wagenschlüssel. Hör mal, du. Du bist fabelhaft. Wieso eigentlich? Wenn du so hilflos bist, bist du nur halb so abscheulich. Danke für die Blumen. Es war mir eine Ehre. Ach ja, Lisella hat gesagt, du wärst super. Bis dann. Wenn ich zurück bin, gehen wir in Clinch, okay? Mal sehen. Oder wenn ich wieder verhaftet werde. Einverstanden. Thank you.
Für Brew von Kay. Sind Sie der Chef hier? Sind Sie der Schütter? Ja. Dann lesen Sie es. Habe ich schon. Lesen Sie es laut. A und A Schädlingsbekämpfungsservice. Wollen Sie wissen, wer ich bin? Ich wette, Sie sind einer von den A's. Aber welcher? Ich wette, die Frage beantworten Sie nicht. Der Erste. Falsch. Kann ich noch mal raten? Genehmigt. Sie sind der Zweite. Falsch. Ich bin beide, A und A. Mein Name ist Al Bain. Ich habe einen Sohn, das zweite A war für ihn bestimmt. Er fliegt aber nicht gerne, er ist Anwalt, ganz schön pervers. Also habe ich ihn weggenommen. Wenn Sie mit den Chefs reden wollen, Sie stehen beide vor Ihnen, Mister. Mein Name ist Crawfield. Dafür kann ich doch nichts. Mr. Al Bain, wie viel nehmen Sie für die Bestäubung eines Feldes? $25. Dann miete ich Ihr Flugzeug. Dann $100. Hört ich nicht eben was von 25? 25 nur, wenn ich ein Feld bestäube, aber Sie haben kein Feld. Sie sind doch kein Farmer, aber ich glaube, Sie haben Kohle. Wenn Sie mich fragen, sind Sie pervers? Okay, dann 100. 125. Was? Bei 100 haben Sie zu schnell Ja gesagt, also kann es doch auch ruhig 125 kosten. Ah. Da. Wohin soll's gehen, mein Junge? Weiß nicht genau, ich suche jemanden, der verloren gegangen ist. Ihr Problem. Ein bisschen einziehen, damit ich was sehe. Wieso sitzen Sie nicht hier vorn? Können Sie denn fliegen? Nein. Lassen Sie mich das mal von hinten machen. Aber sehen muss ich dabei was. Nehmen Sie Ihre Rübe und der Klugscheißer. Er hat sich verlaufen. Aha, wahrscheinlich hat er eine Bank ausgenommen. Nein.
Ein Drittel für mich. Was? Wenn wir ihn erwischen, kriege ich ein Drittel der Beute. Jetzt nehmen Sie endlich Ihre verkalkte Rübe runter. Kriegen Sie die Kiste da runter? Wir haben Kanonen, Junge. Ich denke, Sie wollen ein Drittel von der Beute. Die Hälfte? Okay, die Hälfte. Thank you.
mal Ihre Rübe weg! Ladies and gentlemen, Mrs. Brubaker, Mrs. Willis, Mrs. Walker, meine lieben Mitbürger, ich bin heute hierher gekommen, um von unvollendeten Hoffnungen, von unerfüllten Träumen zu sprechen. Charles Brubaker, Peter Willis und John Walker haben die Erde vor nunmehr 8 Monaten verlassen, um einen Menschheitstraum zu erfüllen. Sie konnten nicht zurückkehren. Dieser Traum konnte wachsen und gedeihen, weil er die Unterstützung von Millionen Bürgern fand, überall in Amerika. In einer Zeit, in der Zynismus eine nationale Krankheit zu sein scheint, haben sie uns etwas wiedergegeben, worauf wir stolz sein sollten. Es ist ein Menschheitstraum, den man nicht sterben lassen darf. Eine Nation erwächst aus dem Geist ihrer Mitbürger. Eine Herausforderung für den Zusammenhalt einer Nation ist, wie sie Krisen überwindet. Die einzige Grenze, die wir nicht überwinden können, ist die Grenze, die wir unserer Hoffnung auferlegen. Diese 3 Männer haben uns daran erinnert, wie unbeschränkt doch unsere Hoffnungen sind. In den letzten Tagen gab es einen Augenblick, in dem wir alle ein Volk waren. Wir alle hofften, wuchsen über uns hinaus, waren ein bisschen stolzer. Wir alle teilten dieselben Ängste und dieselben Hoffnungen. Diese 3 Männer haben uns zusammengebracht. Wir wussten, dass wir zusammen unser Ziel erreichen können, wenn wir nur gemeinsam danach greifen. Es gibt keinen angemessenen Weg, wie wir diesen Männern gegenüber unsere Dankbarkeit ausdrücken können. Denn sie sind nicht mehr unter uns. Wir können jedoch in der Erinnerung an das, was sie symbolisieren, für sie eintreten. Thank you.
Das ist doch gut.